Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Union hat eine Aktuelle Stunde zum Thema Rechtspopulismus beantragt und einen Text vorgelegt, wo viele richtige Punkte drin sind. Den Satz, Zitat, dass es sich bei Teilen der AfD um eine fremdenfeindliche, in Schwarz-Weiß-Mustern denkende Partei handelt, können wir Grüne vorbehaltlos unterschreiben, und wir können ihn auch noch verstärken. Die Zitate sind eben ja auch gekommen. Der Thüringer AfD-Mann Höcke hat mit seinem unsäglichen Vortrag zum angeblichen Wesen des Afrikaners doch deutlich gemacht, dass die AfD in Teilen mindestens rassistisch, wenn nicht sogar faschistisch ist. Und spätestens seine 1000 Jahre Deutschlandfantasien lassen auch den letzten Demokraten nicht nur in diesem Saal, sondern im ganzen Land sicherlich erschaudern. Und im Unionsantrag finden sich viele richtige Aussagen zum vergifteten Debattenklima, das hat der Kollege Laschet auch angesprochen, zu Europa, zur sträflichen Vereinfachung der Flüchtlingspolitik. Aber trotzdem, Herr Kollege, reicht es heute wieder nur zu parteitaktischen Spielchen. Die Union will nur darüber reden, wie man mit der AfD reden soll. Das steht bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie flüchten sich auf die Metaebene. Die Ursachen des Rechtspopulismus bekämpfen Sie nämlich mit diesem Antrag nicht. Ich frage Sie, lösen Sie mit der heutigen Sitzung auch nur ein einziges Problem oder schaffen Sie der AfD nicht noch mehr Aufmerksamkeit, als sie ohnehin schon hatte? Und deswegen sage ich Ihnen, Sie machen den größten handwerklichen Fehler in der Politik. Sie denken nicht vom Ende her. Sie haben nämlich keine Strategie. Sie verlieren sich wieder in politischen kleinen Taktierereien mit der heutigen Debatte. In Ihrem Antrag zeigen Sie mit dem Finger auf die Ministerpräsidentin, und ich zitiere, wird ausgerechnet die Regierungschefin des größten deutschen Bundeslandes in Zukunft auf eine öffentliche und direkte Auseinandersetzung mit Vertretern der AfD verzichten. Herr Kollege Laschet, das ist doch Ablenkungstaktik. Sehen Sie nicht, dass Sie, wenn Sie mit einem Finger auf die Ministerpräsidentin zeigen, drei Finger auf Sie zurückzeigen? Es ist doch erstens Ihre Unionsschwester CSU, die mit ihrer enthemmten Politik der AfD scharenweise Menschen und Wählerinnen zutreibt. Es ist die CDU auch in Nordrhein-Westfalen, die zutiefst gespalten ist in dieser Frage. Und drittens, Sie haben immer wieder versagt im Kampf gegen rechts in Nordrhein-Westfalen. Wo war denn die CDU vorletzte Woche, als in Paderborn 3000 Demokratinnen und Demokraten gegen den Aufmarsch der AfD protestiert haben? Sie haben gefehlt. Ihr Platz auf der Gegenkundgebung ist leer geblieben, Herr Kollege Laschet. Und ich frage Sie mit Ihren eigenen Worten, Herr Kollege Laschet, will die CDU des größten Bundeslandes in Deutschland in Zukunft etwa auf eine öffentliche und direkte Auseinandersetzung mit der AfD auf der Straße verzichten? Und was ist mit Gregor Golland, der medienwirksam die Sicherheitsüberprüfung aller Flüchtlinge und damit den Generalverdacht für alle Flüchtlinge gefordert hat? Und gänzlich gruselig wird es, wenn man die Gedanken zum Jahreswechsel auf der Homepage von Theo Kruse liest. Dort steht wörtlich, und ich zitiere wörtlich, für die einwandernden oder einsickernden Flüchtlinge gilt nicht die im Rechtsstaat ansonsten prinzipielle Unschuldsvermutung. Die Flüchtlinge selbst sind in der Pflicht der einheimischen Bevölkerung, die Sorgen und die Angst davor zu nehmen, was auf uns zukommen könnte, wenn man jetzt auch in Südwestfalen plötzlich für alle sichtbar Moscheen entstehen. Was tut Herr Kruse hier? Er schürt in übelster Weise Generalverdacht. Er ruft auf zum Verfassungsbruch, und das aus den Reihen der CDU-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herr Kollege, und mich würde an der Stelle tatsächlich interessieren, was sagt die CDU-Fraktion dazu? Ist das Ihre Position? Oder wäre es nicht an der Zeit, den Kollegen Kruse zur Ordnung zu rufen und ihm zu sagen, wo die Grenzen des Rechtsstaates sind, was in der Verfassung steht?
Sie haben es in Ihrer eigenen Rede eigentlich angelegt. Wir dürfen nicht nur über die Metaebene reden. Wir müssen über die wichtigste Ursache des Rechtspopulismus reden. Wir müssen über die Herren Seehofer, Söder, Friedrich und Co. reden, die seit Monaten aus der Regierung heraus die Flüchtlingsdebatte anheizen, die mit dem Mahnbrief und der Klagedrohung der Kanzlerin Erpressung auf oberster Ebene betreiben. Und damit tragen Sie zur Zerrüttung der politischen Kultur und letztlich zur Stärke der AfD unmittelbar bei. Und ich sage Ihnen, man muss auch in Talkshows, auch Talkshows können nützlich sein, Aufklärung über den Rechtspopulismus zu betreiben. Dazu gehören allerdings auch echte Journalistinnen und Journalisten, die ihren Beruf ernst nehmen und die abstrusen Zusammenhänge aufdecken. Keine Duckmäuser, keine Talkmaster, die nur zugucken, wenn die Höckes oder Prezels faschistische Thesen in den Sendungen verbreiten. Denn dann ist es kein guter Ort für Aufklärung oder demokratische Bewusstseinsbildung. Und wir werden uns der Debatte stellen, da können Sie sicher sein. Aber wir werden nicht nur reden, mit wem wir reden, wir werden auch handeln. Wir haben nämlich eine Strategie, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Laschet. Wir haben hier, und jetzt kommen wir nämlich zur Sachauseinandersetzung, wir haben hier Infrastruktur im Kampf gegen rechts aufgebaut. Wir haben Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt initiiert. Wir haben eine Erstellung des Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus aufgebaut. Und mit dem Antrag zu Alltagsrassismus und zur Bekämpfung rassistischer Gewalt und vielen anderen Themen mehr. Bei all diesen Initiativen gab es keine Unterstützung von der CDU. Da kann ich Ihnen nur sagen, nicht an Ihren Worten sollt ihr sie erkennen, sondern an Ihren Taten. Ihr Desinteresse am Kampf gegen den Rechtspopulismus hier im Landtag ist wahrlich kein Ruhmesblatt für Sie. Deshalb sage ich Ihnen, lieber Kollege Laschet und liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, es liegt nun an Ihnen, endlich Ihre innenpolitischen Scharfmacher einzufangen und einen klaren Kurs Ihrer Partei hier im Land und im Bund durchzusetzen. Wir zeigen klare Kante gegen rechts. Nicht nur in Talkshows, sondern überall, wo wir gebraucht werden. Tun Sie es auch. Dazu lade ich Sie herzlich ein und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus